Hallo, ich bin Johannes Schlüter. Ich mache gerade ein Praktikum als Rechtspopulist. Da hat man ja zurzeit die besten Karrierechancen. Das ist der Björn Höcke. Mit dem darf ich mitlaufen und Mitläufer hat er besonders gern, sagt er. Tausend Jahre Europa! Tausend Jahre Deutschland! 26 Jahre Wiedervereinigung! Gut, das klappt im Osten nicht. Komm, nee, lass mal. Auf jeden Fall bringt das Praktikum richtig was. Ich rücke voll nach rechts. Meine erste Auslandsstation ist Ungarn. Der Höhepunkt? Ich singe ein Lied für Viktor Orban. Weil wir Flüchtlinge hassen wie die Budapest, haben wir für die ein Geheimrezept. Geheimrezept, versteht ihr? Und jetzt alle Zaun bauen, Zaun bauen oder ich fall um. Toll. In Frankreich treffe ich Marine Le Pen vom Front National. Ja. Sie ist für die Todesstrafe und auch sonst voll nett. Bonsoir. Bonsoir. Voulez-vous la Todesstrafe? Tolle Frau. Sie lässt mich sogar ein Wahlplakat gestalten. Leider schreibe ich statt Marine Luftwaffe und sie ist sauer. Der absolute Knaller. Ich darf Donald Trump beim Wahlkampf begleiten. Trump zeigt mir, wovor rechtspopulistische Wähler Angst haben. Dann muss ich zurück nach Deutschland zum Praktikantenpraxistest mit der Lügenpresse. Ganz wichtig, einfache Antworten. Herr Schlüter, warum glauben Rechtspopulisten, sie könnten auf jede komplexe politische Frage eine einfache Antwort finden? Ja. Moment mal, also diese Antwort ist ja wirklich... Ja, das ist ja wohl wieder typisch für Sie und Ihre Systemmedien. Sie wollen mich doch nur in die rechte Ecke drängen. Kampagne der Altparteien, was? Entschuldigung, aber das ist wirklich... Lügenpresse, Lügenpresse! Super, der Trick mit der Opferrolle funktioniert auch. In meinem Praktikum habe ich jetzt alles gelernt, was ein Rechtspopulist wissen muss. Am besten, ich gründe gleich meine eigene Partei. Kriminalität, der Islam ist schuld. Letzter beim ESC, der Islam ist schuld. Mitbürger, Deutsche, wählt nicht die linksversiffte etablierte AfD, wählt die AAFD, die Alternative zur Alternative für Deutschland. Ich zähle auf euch. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland.